Willkommen an der Front. Wir spielen wieder War in Europe. Und die Ausgangslage ist günstig. Jetzt erkläre ich einmal kurz den Gesamtstand der Operationen, was ich gerade vorhabe. Die Marine hat leider große Verluste, wirklich sehr große Verluste, schmerzhafte Verluste in dem Gebiet da gehabt. Weil zwei Kreuzer haben es versenkt. Jetzt werde ich mir versuchen, dann mit den Schlachtschiffen in Richtung Kiel, Hamburg zu bewegen. Weil da stehen auf jeden Fall zwei Flugzeugträger irgendwo. Und mit Hilfe dieser zwei Flugzeugträger haben wir vorige Runde die zwei Schlachtschiffe versenkt. Die zwei Kreuzer versenkt. Aber es war schmerzhaft. Dann weitere Marinebewegungen da. Noch kein Gegner in Sicht. Das ist gut. Vor allem in Richtung der Amerikaner. Aber die Briten fürchten mich nicht wirklich, weil du weißt ja, irgendwo anlanden. Ich bin ja nicht der Führer. ich schlafe nicht. Also, dann schicke ich sofort ein paar Truppen rüber. Regel den Vorstoß so. Da habe ich mir keine Gefahr. Sicher keine Gefahr. Das war die Marine. Dann haben wir da an der Südfront. Schauen wir uns nachher dann genau an. Da geht's in Richtung Eroberung der Restgebiete. Da unten und da oben. Und dann konzentriere ich mich darauf, dass ich das Erdölgebiet, was da ist, von da aus einnehme. Ich weiß nicht, ob ich genug Kräfte habe, aber schauen wir mal noch. An der Südfront ist so eine Art Pattsituation. Also es geht nicht wirklich vorwärts. Nachdem wir an der Heeresgruppe Mitte Moskau erobert haben, also haben wir unser Primärziel erreicht. Ziehe ein paar Einheiten höchstwahrscheinlich diese oder nächste Runde an, um mich auf Leningrad zu konzentrieren. Und als letztes dann vielleicht noch das, das Jahr wird sich nicht mehr ganz auskennen, glaube ich. Aber ich werde dann nachher auf der Südfront Richtung Stalingrad gehen. Weil wenn ich die drei Ziele habe, dann ist die Moral hoffentlich bald so weit unten, dass sie sich ergeben. Obwohl, jetzt ist eh noch hoch. 91%. Na gut, gehen wir es an. Schauen wir mal da nach oben. Da haben wir ein 2 U-Boot mit Versorgung 8. Also es ist Moral 124, 112% Bereitschaft. Ja, super. Eine gute Besatzung. Das ist die U-30. Ich schau mal, ob die irgendwas versenkt hat. Ja, die hat Sheffield, den leichten Kreuzer, 41 versenkt. Ja. Na, auf alle Fälle marschieren wir mit der Einheit weiter Richtung Amerika. Aber ich könnte auch schnell marschieren. Mit dem Risiko, dass mich irgendein Schiff erwischt. Ja, Glück gehabt. Zum Preis von einer Versorgung bin ich jetzt doppelt so weit gefahren, wie es normalerweise möglich wäre. So, dafür habe ich niemanden auf der Linie da oben. So, dann der 6-1er, das ist das Gefährliche, das ist angeschlagen. Wenn man das und Versorgung 2 nur mehr, dann habe ich die Galizien, aber null Aufrüstung. Ja, und da haben wir die U-47, hat die schon Erfolge erzielt im Krieg? Da haben wir auch schon länger, das weiß ich. Ah, 1940, Javelin-Zerstörer und Bliskavia-Zerstörer, das war der polnische, glaube ich, 41. Das ist also auch eine sehr erfahrene Einheit, 111% Bereitschaft, 122% Moral, also top.
Jetzt überlege ich gerade, ob ich die auch mit nach Amerika schicke. Ich glaube ja. Machen wir auch Marsch. Hoffen wir, dass uns da keiner entgegenkommt. Gelungen. Gelungen. Dann sorgen wir dafür, dass die U81 die Erfolge. Oh, Glasgow 42 hat das dieses Jahr die Glasgow versenkt. Nur wir müssen mit dem da runterkommen mit dem Boot. Und das Schwierige ist, ich fliege meinen Aufklärungsflug darüber. Sehr gut frei. Dann fliege ich einen Aufklärungsflug darüber. Passt wunderbar. Jetzt nur zur Absicherung. Vorher mit der Galizien. Bis knapp vorher. Und jetzt kann ich den Jagdmodus umändern wieder. Da habe ich ein bisschen eine größere Reichweite. War da im bekannten Gebiet. Warte mal. Jetzt muss ich mit SDRG die einzelnen. So. Dann fahren wir daher. Dann daher. Und daher, daher, daher. Ja, das war ein bisschen blöd. Das war ein bisschen blöd. Weil dann liegt der Todes-U-Boot, zum was zu reparieren ist. Vor allem direkt in den Hof meine. Okay. Gehen wir da auf Jagdmodus. Dann bringen wir ihn einfach in einen anderen Hafen unter. Wird die nächste Runde repariert. Passt. Ja, jetzt hoffe ich, dass das gut geht. Ah, ich sicher dazu für Notfall auch die Route an. Und da, ob da irgendwer ist, müssen die. Ah, sehe ich nicht ganz. Aber ich habe das 10-1er. Ich lasse es einmal teuer aufbrechen. Ja. Dann lasse ich es zurückkehren und jetzt ist der Weg frei in den Hafen. Sehr gut. So, die kann natürlich jetzt nie mehr upgraden. Na, das ist klar. So, aber diese Einheit kann ich upgraden. U37, das ist aber auch eine alte Einheit. Schauen wir mal, ob die irgendwelche Auszeichnungen. Nein, ich war zwar beteiligt an den Versenkungen von vielen anderen Schiffen, aber den Finalstoß hat's nicht zusammengebracht. So, dann da die sagen, wir upgraden die einmal auf 2. Ja. Dann das kommt nächste Runde. Dann diese Einheit, die U35, die upgraden wir auch auf 2. Sehr gut. So. Schauen wir mal. Die zwei von Richtung USA. Und da muss ich schauen. Was haben wir da noch? Wir haben den italienischen Zerstörer. Da soll man das Gebiet opfern. Gut. War nur Sicherheit. So, jetzt fahre ich da mal. Der Canaris. Fahren wir nach Süden. Ja, auch alles fein. So, die Italiener haben 182 Punkte. Die reparieren jetzt einmal die Corsia. Maximum.
Ja, ich habe nicht mehr viele Schlachtschiffe. Das ist die Andrea Soria und die liegt da im Hafen. Als dann die Amerikaner doch auf die Idee kommen, dass sie in meine Richtung fahren. So, da muss ich schauen, ich habe da irgendwo ein U-Boot. Genau. Nein, nein, dieses Motorboot. So, das U-Boot habe ich ja da aufliegen. Ja, das muss aber da bleiben. Als die Alliierten doch auf die Idee kommen. So, was habe ich dann da? Ah, da habe ich noch was zum Reparieren. Die Poller. Stärken wir mal. Ja. So, naja, die Trieste fährt wieder in den Hafen. So. Okay. Dann haben wir da auch noch U-Boot. Ja. Aber so ist es nicht gegangen. Naja, scroll einmal so. So, da ist das U-Boot. So, ich kann es gar nicht upgraden. Innen hoffen. Ja, aber nur 5 groß. Ah. Ja, der ist zwar zum Upgraden, also Versorgung da, aber sonst geht nichts. Dann schauen wir mal, was mich persönlich interessiert. Auszeichnungen. Ja, das ist der Hero der deutschen Marine. Der hat die Illustrious Flugzeugträger versenkt und die Malaya Schlachtschiffe versenkt. Das ist der Hochdekorierte. Und natürlich dementsprechend, na, Bereitschaft 94 und 99% Moral. Den behalte aber. Den lasse ich da patrouillieren. Okay, dann gehen wir uns auf den nächsten Schwerpunkt der Marine. Das ist das Leidvolle mit den zwei Zerstörer. Mit den zwei Kreuzer. Wie komme ich nicht mehr auf Zerstörer? So, die Bismarck und die Tirpitz. Jetzt kann ich die nicht allein vorher schicken. Ich fahre vorsichtig mit denen runter. Mit der Tirpitz genauso. So. Und die zwei so. Genau. Ah, schau, wie knapp die sind. Ach Gott. Ach Gott. Aber andererseits. Die U371. Dann die U505. Modus Jagd. Ah. Ja. Er verhindert das. Ich hatte und um die Haufen Schiffe da. Genau. Ja, U-Boot will keins verlieren. Aber da mache ich jetzt natürlich den Angriff auf die Warspite. Wunderbar. 4 Schaden sogar. Es ist wunderbar. So. Dann probiert das Schiff zu umfahren. Das Dorf lau liegen. Wenn ich Glück habe, er fährt da um. Na, hoffen wir nur, dass keine Flugzeugträger direkt eingreifen. Das ist eine blöde Sache. Ja, damit haben wir mit der Marine fertig da. Jetzt schauen wir uns einmal die Franzosenfront an.
Ja, Flugzeug auch. Ist irgendwas verwundet worden, die Runde? Ja. Die Einheit wieder verstärken. So. Schauen wir uns die mal an. Auszeichnungen. Ah, noch gar nichts direkt vernichtet. Aber Abwehrfolge. So. Dann bombardieren wir. Bombardieren wir nochmal die Hauptstadt. Ja. So. Schutz, Flugzeug. Jo. Sehr gut. Wir gehen nächstes Monat, also wir gehen am 29. Juni unsere drei Tigerpanzer, also drei schweren Panzer. Sehr gut. So, jetzt schweife ich nicht mehr ab. Da bin ich auch nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, Mailand ist nicht wirklich bedroht. Haben wir noch irgendeinen Hafen, der bedroht wäre? Eigentlich habe ich alle besetzt. Ja, dann lasse ich es so. Ja. Das Schlachtschiff. Ich repariere das einmal. So. Genau. Und schicke dann auch zum Gibraltar. So. Okay. Ups. Wäre einer Sechser. Naja. Das muss auch drin sein. Ob ich das ab, ob ich die. Ja, warte. Caio Dulio. Duilio oder so. Und das ist die Roma. Die Rom. Die mächtige Rom. So. Der bleibt am Hoffen. So. Dann haben wir. Ja, da ist noch immer eine Einheit. Aber theoretisch nicht mehr mit viel Versorgung. Ja, zwei. Ist seine Einheit hat A2? Ja, genau. 6% Moral. Bereitschaft nur mehr bei 20%. Na, wenn das nicht zu knacken ist. So, dann die Panzer. Die rollen jetzt aufs Ölfeld. Sehr gut. Saudi-Arabien. Ich weiß nicht, ob wir da gleich Krieg erklären sollten. Saudi-Arabien ist nämlich nicht wirklich viel. Hat zwei Ölfelder. Aber Saudi-Arabien kriegt da, kriegt die USA das Öl. Mal schauen. So. Dann haben wir die da. Die sind Armee. So. Dann haben wir da die Stucker. Einen schweren Bomber. Den Jäger. Den Jäger, dann lass mal aufklären in Richtung Persien. Wenn muss ich da einmarschieren, da an der Bahnlinie entlang, da an der Bahnlinie entlang und dann direkt auf russisches Territorium um. Das heißt, wir fliegen einmal da einen Aufklärungsflug. Ja, da ist frei. Dann. Ja, das Problem ist, die ist noch zu stark. So, die verstärken wir jetzt. Zwar nur um eins, aber besser als nichts. Warten wir noch an. Nach Norden.
Sehr gut. So, da willst du eintragen. Bei dir Einheit unterstützt dann mal Russlandfront. So, weil das hat jetzt unendlich viel Züge dauert, die da durchschleifen. Sieht mehr bei den Italienischen, wie lange die da braucht. Na gut, jetzt kommt mein Spezialprojekt Russland. Ja, der bleibt da. Da ist auch noch nichts. Dann möchte ich den da abkesseln. So. Auf 3 ist die Stadt. So, die muss ich auch da her. So, jetzt ist eingekesselt. So, dann haben wir das erste Korps Bulgarien. Ist nämlich auch nicht so stark. Das bewegt sich da her. Wie schaut es mit der Stärke aus? Ja, ab nächster Runde passt es wieder. Könnte sein, dass die Runde noch was verlieren. So, ich bleibe mal da. Versorgung, 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 Versorgung. Ich mache mal Folgendes. Ich brauche irgendwo Absicherung. Da bei die 3 da. So, verlegen wir. Oh, wieso geht's nicht? Ist die Stadt noch beschädigt? Wirklich 3. Ja, aber wir gehen ja einmal 1 nach Norden. Ah! Ich wollte die darüber verlegen. Aber das geht so oder so nicht. Nein, erst 3. Na gut. Transportiere es einmal so Richtung Osten. So, dann haben sie da auch niedrige Versorgung. Da ist ein ganzes Gebiet nur mit niedriger Versorgung. Und da haben sie 5, 4. Da ist auch nur niedrig, bist du narrisch. Und mit den 2 Armeen. Na gut. Okay. Dann greifen wir mit dem Flieger da. Dann ziehen wir den Flieger noch. Dann machen wir Aufklärung. Richtung Antemirovka. Ziehen wir auch noch. Könnte die Armee nach Süden ziehen. 15 oder die 3. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss ich von da weg. Beim Belgorod kommt die da. Ins Waldstück. So, schauen wir mal. Nächste Stufe, ja. Dann rücken wir da auch vor. So, ab wann fängt an so? Ja, nur im Bereich des Möglichen. Ja. Problem ist, ich habe gar kein
Also ich habe zu wenig Versorgung, dass sie die Einheit verstärkt. Beziehungsweise, dass sie bessere Infanteriewaffen gibt. So. Ido. Die marschiert. Oh ja. Sumi habe ich, glaube ich, nix und Costa. Stellen wir frei einmal. Und den stellen wir unter. Ja. Er bleibt so oder so da in Kanna. Ja, dann der Nachschub, der holt mir meistens auf. Weil bis die Städte wieder aufgebaut werden, nachdem ich es erobert habe. Das dauert auch ein paar Runden. So. Schauen wir mal, wie weit die bewegen kann. Naja, nur so weit. Aber kann nicht verstärken. Kann es upgraden wenigstens. Ja. Ich stelle ja Waffen zur die Luftabwehrwaffen zur Verfügung. Die kann nicht wirklich bewegen. Verstärken. Um eins wenigstens. Okay. Eins, eins, null, null, null. Das heißt, die blöde Stadt Kursk ist zwar geschwächt, aber noch nicht komplett geschwächt. Na gut. Zwei. Eins, und das wird ja wohl einer von mir zusammenbringen. Sehr gut. So, dann haben wir überlegt, einen Panzer ganz nach Süden zu bewegen. Arm bauen sie das halt da aushelfen. Beim Säubern. Ja, minimalste Versorgung. Ich muss die Einheit auf jeden Fall abziehen. Auf jeden Fall. Ist die gerade unbedingt repariert. Das ist 20, 29. Chor. So. Ich kann ja auch noch nicht. Upgraden. Mir geht es um die Waffen, die möchte die Arme auf upgraden. Na gut, machen wir Sicherungsmaßnahme, dass der nicht aus dem Kessel entkommt. Dann die bleibt da. Dann wie weit kann ich vorziehen wegen der Versorgung? Ja, vor Voronezh kann ich ziehen, aber ich ziehe nur zwei. Ah! Eieieiei. Da bieten wir gleich eine neue Front. So. Müssen die den vorziehen oder den? Da haben wir aber keine andere Stadt in der Nähe. Probleme über Probleme. Ja. Oh, das habe ich gerade gesehen. Da ist auch ein Partisanenpunkt. Muss ich unbedingt von daher sitzen. Ja. So. Okay. Da ist die Versorgung ein bisschen gewährleistet.
mir die Antwort auf die Frage, wo ist der zweite schwere Panzer? Ich habe da nur einen Panzer. Vielleicht ziehe ich die zwei Panzer doch wieder an. Aber das sehen wir noch. So, das habe ich mir da auf. Ich muss auch was sichern im Norden. Kursk. Ach, da ist auch so ein Feld, wo Partisanen entstehen können. Ist auch gesichert, gut. Das Feld darf ich nicht vergessen, nächste Runde. Mhm, okay. Dann dieser Riesenkessel. Und den umgehe gewissenhaft. Wie schaut es aus mit der Städte? 2-2. Schauen wir mal, ob wir Erfolg haben mit Einheiten. 0, 1, Verlust. 0, 0. Okay. Ah, 0, 1. Da greifen wir mit der zweiten Armee Spanien an. Ah, gut gemacht. Dann mit dem kann ich auch vorrücken. Dem rücke ich vor. Dann mit der falschen Jäger. Kessel wird kleiner. So, dann mit der. Kann noch nicht angreifen, aber es wird schon. Ja, ja. Dann Versorgung ist. So. Der Ziege feuern. Mit der Ziege auch im Süden. Einfach plump nach vorn. So. Schauen wir mal. Habe ich auch Versorgung? Ja, genau. Ist gefährlich. Habe ich den Spanier? So, jetzt kommt direkt lauter angeschlagene Einheiten, ich muss aber weiter erobern. So, das schaut nämlich sehr gut aus. Wenn ich die auf 1 Jove haue, dann war die dritte Arme Spanien. Dann die Panzer nachstessen. 6er. So, die 4, das hat mir auch ratzen. Okay. Dann zieht man den auch nach Norden. So, jetzt ist ausgeschaltet. Sehr gut. Und da hat er die Luftabwehr. Die lasse ich nicht zugekommen. So, dann lasse ich die einmal eingeräumt, die Einheiten. Den verstärke. Bei dem mache ich die Waffen besser wieder. Und mache Luftabwehrwaffen auch dazu. Sehr gut. Die Artillerie wird auch verstärkt. So, der wird auch verstärkt. Und die Panzer wird auch verstärkt. So, dann verstärke die da auch. Also, zuerst einmal Upgrade, das ist ganz wichtig. Zwei Infanteriewaffen. Upgrade. Ups. Zwei Infanteriewaffen. So. Dann haben wir da. Den muss ich freistellen. Den muss ich unterstellen.
gut. Es geht ums Industriezentrum. Also das auch einnimmt die Runde. Ja. Machen wir einen vorbereiteten Schlag einmal. Man, das ist eh das Moskau-Korps. Ha. So, mal zweimal drauf. Nummer 1 von 5 Verschanzung. Dann greife ich mit der Luftflotte da. Ja. Ja, sehr gut. Wird aber dann gleich noch ein Vierer bewegt. Und den Verstärke. Wird also nicht eingesetzt. Den Verstärke. Wird auch nicht eingesetzt. So. Den Verstärke. Keiner. Macht da nichts. Den mache ich Upgrade. Arbeiten das Flugzeug auch. So. Dann machen wir mit 10er. Machen wir einen Luftangriff. Ja, Verluste sind klar. Die passieren halt. So, dann habe ich da alle Luft links bewegt. Ja, da kann ich nur ein. Ah, sehr gut. Fliege in die Richtung einmal Aufklärungsflug. Nichts passiert. So, den habe ich nicht verstärken können. Dann lasse ich auch bombardieren. So, jetzt haben wir das Industriezentrum nieder. 2, 2, 3. Okay. Das heißt, mit 3 greife ich als erstes an. So. Oh ja, mit den Panzer. Ja, schade. Aber macht man nichts. Ich setze die 10. Panzergranate ein. Ja, und ziehe gleich in die Stadt ein. Und mach auf den Angriff vielleicht. Nein. So. Dann ist zugesperrt das Ganze. Die da ist zwar sehr verlockend da anzugreifen mit einer Armee. Ja, ich ziehe die da einmal doch zurück. Aus dem Grund, weil die auffrischen will unbedingt. So, okay. Dann endlich ein. Bleibt einmal da. Das heißt, die Versorgung geht jetzt durchgängig. Das sind 4. Sehr gut. Dann die ziehe ich auch nach Norden. Ja, sehr gut. Weil es geht im Prinzip nach Leningrad. So. Dann. Okay. Ja, ich kann da nicht einmal upgraden irgendwie. Die Versorgung ist so mies. Schaut euch das an. Einser, das ist eine Einserversorgung. Oh Gott, ne. Dann upgrade ich das Jagdflugzeug auch, dass das noch weiter fliegen kann. Dann habe ich da 6er Versorgung.
Nächste Runde 6 auf Boy. 0. Ja, 0. Ja, das war doch nicht schlecht. 0-3. Das ist. Ich kann nicht da bewegen, weil das ist mit der Versorgung sehr schlecht. Ich kann aber auch nicht nach Norden. So. So. Ich muss einmal daher. Und Kuchler. Dann. Bewege mich da um. Ist das noch angeschlagen, die Stadt? Ja, also das ist jetzt eine Stadt. Na gut, da bleiben wir da mal da. Da bleiben wir einmal da. So, und jetzt ist der erste Schritt. Genau. Richtung Leningrad. 2. Sehr gut. So, auswechselnde Einheiten. So, und jetzt hoffen wir, ich fliege mit dem fliegenden Angriff. Vielleicht kann ich es endlich besiegen. Keine Chance. So, sehr gute Versorgung hier noch. Schauen wir mal, inwieweit er das wieder aufbringen kann. Es könnte sein, dass es auf Zähne wieder bringt. Ja, kann ich halt nichts machen. So, der Rest der Front da verläuft sehr ruhig. Da macht den Russen eine Menge Stress. Er hat da die Schwanpanzer aufgestellt. Nicht da. Da sind sie, genau. Ja. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Panzer zu verlegen. Die werden auf alle Fälle verlegt. So weit in die Richtung, was geht. Ja. So, die zweite Einheit. So. Ah ja. Das ist so eine schlechte Versorgung. Ich habe gar nichts richtig gekriegt. Ja, aber. Das ist für die Heeresgruppe Mitte gedacht. Das heißt. Woher? So. Wisst ihr was? Ich repariere jetzt den einmal. So. Okay, ich bin so gefahren, die ganze Strecke da. So. Na gut, schauen wir mal, was da all die Alliierten jetzt machen. Ich überlege noch, ob ich alles bewegt habe. Habe ich auch bewegt, okay, Marine, ja. Luftwaffe hat zugeschlagen, die Runde wieder. Jo. Entschuldigung. Na gut. Gehen wir die nächste Runde an. Ja, schaut zuerst natürlich Forschung. So. Okay. Ich kriege habe ich auch schon in Entwicklung. Erdkampfwaffen. Wutjagd habe ich nicht in der Entwicklung. Brauche ich nicht wirklich. Marinewaffen. Hmm.
Produktion. Vom Winter war es wirklich nicht schlecht. Wenn ich ein paar mehr noch hätte. Die kosten 212. Das heißt 424. 212. Zwei Infanteriewaffen. Das sind 262. Das sind 5. Aber 260. Sind 520, 524. Ja, geht sich genau aus. Wenn ich zwei mit Infanteriewaffen 2 ausrüst, kann ich es kaufen. Ja, geht sich vielleicht der Luftdruck hinaus? Nein, das war zu viel des Guten. Okay. So. So, da kriegen wir 4 komplette Einheiten im September, Oktober. Ja. So, da. Jetzt schauen wir bei Richter, wie viele Russen jetzt haben. 65, das ist gut. Die haben 70 vor voriger Runde gehabt. Jetzt haben sie 65. Wir haben 147. Na gut. Die USA ist ja leider auch schon dran. Ja, alles in allem. Bleib ich so. Okay. So, nächste Runde. Schauen wir mal. Sowjetische Partisanen verhindern Versorgung. Deutsches Reich entwickelt Erdkampfwaffen Stufe 2. Italien entwickelt Produktionstechnologie Stufe 3. Ja. Ganz gut. So, jetzt kommen die Bewegungen. Jetzt kommt die Spannung wieder auf. Oh. Wieder ein Zerstörer verloren. Sehr gut. Ach Gott. Ach Gott sei Dank. Sehr gut, es ist vorbei, die Runde. Z2 für Zerstörer ist versenkt worden. Ach Gott, das nervt mich. Das nervt mich wirklich. Das nervt mich wohl. Ah. Wir verfügen über mehrere U-Boote bei Kiel, die wir im Schwarzen Meer gegen die UdSSR einsetzen könnten. Das Verlegen dieser U-Boote nach Constantia in Rumänien würde uns 35
wie die Punkte kosten. Da würde uns nach einem Monat oder einer U-Boot-Einheit mit Stärke 5 zur Verfügung stehen. Sollen diese U-Boote für den Einsatz im Schwarzen Meer verlegt werden? Na, eindeutig nicht. Sehr gut. Voll funktionsfähiger mit Mobilitätsupgrade, also an die Front und frisch in den Kampf. Und zwar, die muss ich noch upgraden. Sehr schön. Das gefällt mir. Okay. Dann machen wir wie immer die Marine. So. Ich bleibe außerhalb der Schiffswege. Wenn du nur mit zwei Booten angreifen. Genau. Genau. Seinen Wolfsrudel bilden. So. So, mein Hafen gerade einmal. So, das zweite U-Boot, das muss die Dings. Ich versenke ihm die ersten, die Campbelltown. Die Bismarck. Jawohl. So, ein Zerstörer weniger auf der Welt. So, okay. Dann fangen wir mit den Marinebewegungen an. Ja, da haben wir auch schon keine alleine. Okay. Gute. Zerstörer. So, den kann ich jetzt einmal reparieren. Den kann ich upgraden. Sehr gut, der ist dann auch schon bereit für den Einsatz. Den, die Elite-Verstärkung noch. So, den reparieren. Und der ist auslaufbereit. Ja. Der übernimmt auch eine kleine Patrouille. So. Ja, sicher ist sicher. Ich rechne, dass die Amis irgendwann umkommen. Marsch überlegt der zweites Schwader Marinebomber. Naja, überlegt später weiter. So, dann haben wir da auch noch was. Dann fahren wir über Madeira. Ja. Habe ich vorige Runde meine zwei Dinger da wieder hergerichtet. Ei, komme ich weit. Lass ihn da anlegen. So, okay. Der Rest der Marine bleibt auf dem Posten. Okay. Oder was? Den legt er auch weg. Ja. Und das Motorboot. Nimm die Rolle ein. So. So, der bleibt da im Hofen.
So, was mache ich? Ups. Zerstörer versenkt die Runde. So, dann schauen wir mal bei Richter. Schauen wir gleich am Anfang. 65 hat er gehabt. 69. Das heißt, er hat vier Einheiten gekriegt. Und ich habe natürlich 147. Solange es da noch nicht massiv runtergeht. Ja. So. So schaut es auch ruhig aus. Okay. Jetzt wollen wir da her. Mit der Einheit bei daher. So, dann wird die Städte alles unbesetzt. Ich muss nachher da irgendeine kleine Einheit stationieren. Am besten an Italiener natürlich. Ah, kann schon zwei ziehen. Jawohl. Sehr gut, die sind nachgekommen. Dann greifen wir an. So, gut. Noch nichts. Noch nichts. Das macht mir fast die Lust, da auszubrechen. So. Ist nicht so. Oder. So, die macht es dann nächste Runde. Fünfte Armee. So. Mit Verstärken heute mit der Nutzung zurück. Vor allem auf der italienischen Seite. Okay. Okay, und die Forschung eigentlich auf die Italiener. Die Produktion, die sperren wir da auch wieder. 125 Punkte. Ja. Produktionstechnologie bedeutet, dass die einfach mehr pro Runde verdienen. Wie bis jetzt. Infanteriekrieg, Panzerkrieg habe ich dann schon. Also, es ist im Laufen die Forschung. Ich möchte die Pilzkontrolle auch machen. Weil das halt wirklich viel ist, aber jede Kleinigkeit bringt was. Na gut. Soll ich da die. Ja, vielleicht nächste Runde. So, da habe ich alles nachgezogen. So, dann schauen wir mal da an die Front. Hat es ja auch nichts gegeben, die Runde, keine Luftangriffe, gar nichts. Ah, Rakete. So. So. Okay. Dann platzieren wir mal die nächsten Einheiten. So. 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 Z31. Na gut, machen wir wieder.
Ja. So. Upgraden wir das Flugzeug auf Spitzenklasse. So. Okay. Da sind wir direkt vor Leningrad. Natürlich werden es die Finnen niemals, nicht in 10 Jahren, nicht in 100 Jahren, schaffen, da durchzudringen. Für das ist ja die deutsche Armee da. So. So, dann wie immer, ja, es ist Sevastopol, du musst hin. Ah, apropos Sevastopol. So, Transport. Ja, aber da komme ich nicht weit. Na, ich habe einen Fehler gemacht. Ach Gott. Ah, eine Runde verloren. Oh Gott. Ist halt blöd. So, die Einheit, die hat Nummer 2. Aber wird nicht angegriffen. Und die bewegt nach vor. Ja. Halt. Kann man noch nicht belegen, aber ich kann einmal mal Platz machen. So. Ja, das ist wirklich verdammt wenig, was Nachschub durchgeht. Nein, da hat es gar keinen Sinn anzugreifen. Bleib aber auch die Positionen. Ja. Räumt jetzt schön ein. Inzwischen schicke ich die normalen Einheiten zur Hilfe. So. Das gibt natürlich. Das ist sowas von schlecht. Das sehe ich jetzt erst. Da rollt die Panzerarmee gegen die Richtung. Meine Richtung. 3 Panzer. In Mitte habe ich fast nur Korps. Ein paar Armeen. Na gut, dann da das sagen. Wie schaut die Versorgungslage aus? 2, 3, 3. Bei 3 will ich mindestens haben. Das heißt. Das war dann sogar nächste Runde 5. Das heißt. Eine Einheit daher. Die Einheit. Zurück. Die Einheit. Daher. Die Einheit. Daher. Wir müssen eine so Art Verteidigungsnetz bauen. Ich werde mich hüten, mit dem Panzer anzugreifen. Ich vernichte mal schnurstracks den Panzer. Ich bewege mal den Nord. Wie schaut da die Versorgung aus? Ja, ganz, ganz schwach. Ich bewege mich jetzt noch gar nicht. Ah, fuck. 2 Liter Verstärkung. Weil die Stadt noch nicht komplett aufgebaut ist. 4. Ja, aber ich bleib dabei. Ich belasse ihn da. Dann Stucker greift natürlich voll an.
Von den Jäger, den verlege ich jetzt einmal da woher. So, die Einheit, die werde ich verstärken. Aber wenn es nur auf 7 ist. So. Der bleibt da stehen einmal. Bleibt da stehen. Den marschiere auch da nach Norden. Dann die Panzerkräfte. So, da muss ich eh stehen bleiben. Die Versorgung sichert ist. Sumi, na, Sumi ist egal. Dann kann man die Armee abbewegen. Wenn ich von Sumi ausgehe, ist eigentlich schlecht. Ich gehe mal 4 mit ihm. Die Elite-Verstärkung. So. Hier. Da warte ich noch eine Runde. Die Einheit ziehe ich auch zurück. Dann 2 Einheiten, die ich beide modernisieren muss. Apropos modernisieren. Die auch gar nicht die Runde einmal modernisieren. Na gut, da waren wir. Dann setzen wir den, müssen wir natürlich auf die Versorgung schauen. Das ist schon brutal, auf 4. Auf 4 mache ich die zweite Versorgungslinie. So, machen wir einen Aufmarsch. 2 Armeen sind nicht schlecht gegen Panzer. Kursk. Naja, lass ich Kursk offen. Nein, das kann ich einfach nicht riskieren. So. Dann gehen wir es jetzt an. Das war zwar natürlich anschlecht, wenn ich den nur runter bewege. Weil wegen die Panzer, da muss ich aufpassen, wirklich aufpassen. So, wie schaut die Versorgung aus? 3, naja, es geht. Sein ist natürlich noch schlechter. Bei 1. Im anderen auch 1. Ja, da kann 2. 3 sogar abgezogen. Nichts braucht. Falsche Mega. Ja, eins, die wird nächste Runde vernichtet. Außer die Panzer kommen auf die Idee, dass der mit 2 Einheiten da zu rauscht. Naja, schauen wir mal. Die würde ich verstärken. So, die würde ich verstärken. Die würde ich upgraden. 2 Infanteriewaffen. Die würde ich upgraden. So. Okay. Die bleiben auf der Position. So, das andere ist Entdeckung. So. Smolensk habe ich auch wegen der Versorgung. So. Okay. Dann haben wir das Flugzeug, das wollen wir upgraden. Weitkampfwaffen 2 und Langstreckenflugzeug A2. Das ist nämlich ganz wichtig. Dann grade ich den A auf, Langstreckenflugzeug 2. Das ist Überlegenheit bei heute gegen den Gegner. Da bin ich zu weit weg. Könnte theoretisch die Einheit 4 ersetzen.
Ja. Müsste theoretisch nicht viel Unterschied machen. Ja, genau. Das ist zum Upgraden. Die grade ich auch. Ach, halt mal nicht. Ich werde dann nächste Runde machen. Dann mache ich einen Angriff auf die Einheit. Ja. Hat man auch wieder Kost. Gar nicht upgraden. Die kann ich upgraden. Sehr gut. So, dann habe ich die drei Stuckers da. Die sind gut wert, aber eher im Süden. Das heißt, wir verlegen die Einheit in den Süden. So. So, genau, haben wir jetzt Süden. Dann müssen wir eine Einheit upgraden auf den nächsten Waffen und Langstrecken. Und die Grady auch auf den nächsten Waffen und Langstrecken. So. So. Gut. Wie schaut die Versorgung aus? 5, 4, 5, 5, 6, 5. Gut. Dann greife ich zuerst mit der Raketenartillerie an. Sehr gut. Dann roll ich meinen Panzer drauf. Bei seinen vorbereiteten Stellungen. 3. Der Spanier. Sehr gut, damit habe ich ganz Moskau befreit. Das ist sehr, sehr schön. Dann ruhe ich da noch Moskau rein. So. So, es ist die Frage. Es ist da nicht mehr so viel Widerstand. Jetzt muss ich irgendwas nach Norden verlegen. War nur bis daher. In der blöden Versorgungslage. So. Ja, das passt eh. Das passt auch. Die Verstärke. So, die zwei sind verstärkt. Den bringe ich einmal auf ein Eisenbahnfeld. Ich habe vor, die schwere Artillerie, Entschuldigung, nach Leningrad zu bringen. Die Artillerie kann ich gar nicht verlegen. Wieso kann ich die nicht verlegen? Haben die schon wieder einen Aufstand gemacht, die Griechen? Ach Gott, ist das... Es ist an und für sich eine durchgehende Linie. Ja, wieso kann ich da nicht auf... Ärgert mich. Aber was so ist. So. Ja, genau. Die zwei, der ist schon verschanzt, die 8. Armee. Die möchte ich verstärken. Auf 8 zumindest.
Warte, wie weit bist du, bin ich mit der Bahn gekommen? Ja. Oh, schnelle Bewegung. So, die Einheit wird auch im Norden gebracht. Welche die. Verstärkt man. Ja. Dann verstärkt man das auch. So, das haben wir abgesichert. Da ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man durchbricht. Wenn er von da schnell fährt. Aber das sehen wir noch. Glauben du es auch nicht ganz. So. Die Artillerie bleibt mal da. Ja. Lukas habe ich alle repariert, die Runde. Die Versorgung ist schlecht, ja, aber es geht. Merke, die haben die Einheit wegnehmen. Okay. Und so, jetzt habe ich Ruschef unter meinem Kommando. Dann, ja, das gefällt mir. Ja, die zieht daher. Die zieht daher. Die fährt auf nächste Runde. Die fährt auf nächste Runde. Die 15. Panzerkanadier und die 10. Panzerkanadier. Die wird noch repariert. So. Da haben wir einen Spezialeinheiten UdSSR. So. Das ist nämlich die Frage. Wie schaut da die zukünftige Dings aus? Wenn ich ihn da bewege, da geht's, das ist kein Problem. Ja. Genau. Wie schneide ich ihn von der Versorgung an? Die Einheit ist jetzt nämlich der Knackpunkt. Die Einheit wird sich daher bewegen. Das hat schon. Was haben wir mit der Einheit gemacht? Angefährt? Ne, die kennt ihr auch da. Sehr gut. So, haben wir die nächste Stadt eingenommen. Ja, ist eine schöne Ausbuchtung, was ich jetzt habe. Zip. Ja. So. Die eine, die müssen doch langsam zugrunde gehen. So. Dann an der Nordfront. Wie kommen wir daher, Flugzeug? Stört mich nicht. Vier Verluste. Ah. Gut, da hat er auch Stoßarmee. Aber ich muss jetzt so oder so vorstoßen. So, die Versorgung ist dermaßen schlecht. Das ist ein Wahnsinn. Komm da einfach nicht in den Wald rein. Ich greife mal da.
Muss ich einen vorschieben. Ja. Gut. So. Ich probiere das über Norden. Ja, das ist Selbstmord, die da angreifert. Sind voll vergraben. Ah, die haben null Verschanzung. Trotzdem habe ich so schlecht. Naja, ich habe auch wenig Versorgung. Ja. 66 Einheiten, 150 Einheiten. So, dann ist das die Frage. So, das müsste eine bessere Verteilung nächste Runde geben. Naja. Erst eine Einheit in die Richtung, zwei Einheiten dann in die Richtung geschickt worden. Da sind Partisanenüberfälle ohne Ende. So, wo ist die letzte? Da unten. Gut. Okay. Probier alles in meiner Hand. Ja. So, da. Kontrollieren. Hat Tobi was vergessen? Nein. Nee, in Hof. Die drei werden nächste Runde in die Front geschickt. Da habe ich alles kontrolliert. Da auch. Da drüben die zwei sind. Genau. Ja, passt. Und da die Song. Schauen wir uns nochmal die nächste Runde an. Forschung natürlich zuerst. So. Erdkampf offen. Ich möchte da auch was produzieren. Army. Und der Luftabwehr, das trifft sehr gut. Aufgerüstet. Passt. So, das heißt, die kommt auch im Oktober, die Luftabwehr. Die gibt 5 Armeen bis jetzt. Man sieht ja eh, man kann nicht viel mit den Korps machen. Ein Korps. Es hat nur ein Korps. So. Irakisch, die erste Garnison. Ja, vielleicht. Schauen wir mal, das überlegt man auch noch. Ja. So. Dann gehen wir so. Beenden wir die Runde und schauen wir uns den Anfang der nächsten Runde an. 91%. Jetzt hat er nur mal 89%. Das ist sehr gut. Ja. Besetzung Gibraltars durch die Achsenmächte verhindert die Versorgung der Alliierten im Mittelmeerraum.
Schweden, Deutsches Reich hat aber wieder irgendwas abgefangen. Ja, 1071, das ist sehr schön. Das ist schön. So, und jetzt kommen die Angriffe. Schauen wir mal, wo er auftaucht. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ja, die zwei Bahnseinheiten nach Süden abgezogen. Also der hat es verlegt, richtig verlegt. Also weit weg verlegt. Ja, Versagen berechnet, passt. Da war ich schon vorige Woche gesehen, vorige Runde gesehen. Ja, Quatsch. Ja, die USA. Ja, die USA. So, das war's. Das war es. Die USA haben jetzt auch schon ein bisschen Einbußen gehabt. Um 99% Moral. Die Briten sind bei 65%. Ja. Wie hoch sind wir Deutschen? 116%. Und 100% Italiener. Bissal über die Grenze. So. Noch nicht viele Worte. Zeig nochmal den Tigerpanzer oder Königstiger oder egal was, ist der schwere Panzer der Deutschen. Ah. Eieiei. Den werde ich auf jeden Fall verlegen. So. Ja, ich sehe da nicht viel Gefahr an der Front. Er hat die zwei Panzer verlegt. Er ist wahrscheinlich da im Süden. Oder schon Armee aufgestellt. Ist wahrscheinlich da im Süden. Ich habe da nur Korpseinheiten. Ja, aber man muss das irgendwo massieren, seine Truppen. So. Die Schwere muss ich auch vernichten. Aber da, naja, nicht spekulieren über die nächste Runde. Einfach beenden. Okay. So, ich speichere noch. So. Ja, sehr gut. Speichert habe ich. Und steige dann aus wieder. Bis am Nachmittag, da kommen wir wieder mit Grand Prix Manager 2 höchstwahrscheinlich, wo ich Ferrari weiterspiele. Aber es wird eher ein Spätnachmittags bis früher Abend. Ich sag das gleich, weil ich habe das noch einiges an Hausarbeit vor mir und ein paar andere Sachen, um die ich mich kümmern muss, aber in der Wohnung. Okay. Na gut. So, dann stimmt. Dann bitte, Baba und schönen Tag noch, bis am Abend, früh Nachmittags.